ich begrüße Sie zu Druck Talk. Unser Alltag steckt ja für jeden von uns voller beruflicher und privater Herausforderungen, die gemeistert werden wollen. Recht schnell kann einem eine seelische Belastung über den Kopf wachsen und ein dauerhaftes Stimmungstief hinterlassen. Eine solche depressive Verstimmung ist aber nur eine von vielen möglichen psychischen Krankheitsbildern, die behandelt werden sollten. An unserer Universität haben wir mit der psychosozialen Beratungsstelle sowie der Hochschulambulanz gleich zwei Stellen, an die sich Betroffene wenden können. Wo der Unterschied ist, wer die Angebote annehmen kann und was sie mit universitärer Forschung zu tun haben, das erklärt uns heute der Leiter beider Einrichtungen. Professor Dr. Stefan Mühlig wurde in Basinghausen bei Hannover geboren. Er entschied sich für ein Studium in Sozialwissenschaften und Psychologie in Oldenburg. Nach seiner Promotion in Habilitation an der Uni Bremen war er dort in der Rehabilitationsforschung sowie an diversen Lehr- und Forschungsbereichen in Dresden und Berlin tätig. Der gelernte Diplompsychologe fand im Jahr 2005 seinen Weg nach Chemnitz und betreut seit 2007 die Professur für klinische Psychologie unserer Universität. Als Wissenschaftler, der Dinge bewegen und verändern möchte, gründete er hier eine psychotherapeutische Hochschulambulanz. Damit möchte er eine evidenzorientierte Ausbildung in klinischer Psychologie, Psychotherapie und Suchtforschung ermöglichen, sowie praxisrelevante Forschungsprojekte initiieren. Abseits seiner universitären Tätigkeiten erkundet der Humor, aber auch temperamentvolle Musikliebhaber gern neue Orte und findet seine Erholung deshalb im achtsamen Entdecken. Hallo Herr Professor Mühlig, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sein können. Hallo. Ja, Sie sind ja Psychotherapeut und das ist ja von Natur aus ein sehr fordernder und auch ein sehr anstrengender Beruf, bei dem man es nach Feierabend irgendwie schaffen muss, abzuschalten. Wie sind Sie darauf gekommen, Psychotherapeut zu werden? Ja, jetzt muss ich nochmal dazu sagen, in erster Linie bin ich natürlich Professor und in der Lehre und Forschung beschäftigt. Aber ich habe auch die Psychotherapeutenausbildung gemacht, die Approbation erlangt und mache auch selber als Therapeut in unserer Ambulanz mit. Also ich arbeite therapeutisch und es ist sicherlich ein herausfordernder Beruf, aber auch ein wahnsinnig spannender, ein abwechslungsreicher und erfüllender Beruf, weil man immer wieder die Erfahrung machen darf, dass man mit den heute verfügbaren, sehr effektiven Psychotherapiemethoden Menschen doch sehr wirksam und nachhaltig helfen kann. Und die Verbindung zur Forschung zeigt unter anderem, dass die Psychotherapie in ihren Langzeiteffekten durchaus also besser ist als die meisten auch medizinischen Behandlungsangebote, die wir in unserem Gesundheitssystem zur Verfügung haben. Und zumindest was die Nachhaltigkeit anlangt, auch effektiver, wirksamer ist als die psychopharmakologische Behandlung. Und das ist doch eine wichtige Entwicklung, und die Psychotherapie hat heute ein Standing erreicht, das wir uns vor 20, 30 Jahren noch nicht hätten träumen lassen. Insofern ist es ein Beruf, der sicherlich herausfordernd ist, und man hat es auch zu tun mit gravierenden Problemen, mit schweren Schicksalsschlägen, mit schlimmen Entwicklungen und Traumatisierungen zum Beispiel, die einen auch mich noch abends oder im Nachgang lange beschäftigen manchmal. Aber wie gesagt, es ist eben auch ein erfüllender Beruf, weil wir bei allem Leid, mit dem wir hier konfrontiert sind, auch immer wieder die Erfahrung machen können, dass hier wirksame Hilfe überhaupt möglich ist. Und das ist schon auch ein ganz tolles Gefühl eigentlich. Jetzt ist es ja auch so, dass heutzutage immer mehr Störungsbilder auftreten, dass es immer mehr Menschen gibt, die psychische Probleme bekommen. Und um diesen Menschen zu helfen und auch die Auswirkungen und auch die Ursachen besser erforschen zu können, haben Sie vor rund 2 Jahren eine sogenannte Hochschulambulanz ins Leben gerufen hier an der TU Chemnitz. Was genau wird denn dort gemacht? Ich möchte noch mal ganz kurz auf den ersten Satz eingehen. Also über die Jahre, über die letzten 15 Jahre haben die psychischen Störungen nicht wirklich zugenommen in der Bevölkerung. Das ist ein Mythos, der daraus entsteht, dass mehr Patienten die Behandlung in Anspruch nehmen. Also die Krankenkassendaten spiegeln wieder einen Anstieg. Tatsächlich ist aber in der Bevölkerung hat sich nicht viel verschoben. Aber es ist tatsächlich so, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung irgendwann im Leben, das ist also ein Drittel der bundesdeutschen Bürger, irgendwann im Leben mal eine behandlungsbedürftige psychische Störung durchmacht. Und zwar nach allen Kriterien, das ist also keine Lappalie, sondern wirklich eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung, die
dann auch professioneller Hilfe bedarf. Und da ist nicht mal Nikotinabhängigkeit mitgezählt, also ungefähr ein Drittel. Insofern ist es ein gravierendes Problem und die Psychotherapeutische Hochschulambulanz beteiligt sich an der Versorgung, also einen Versorgungsauftrag. Wir können dort in der Psychotherapieambulanz das gesamte Spektrum der psychischen Störungen behandeln, von Angststörungen über Depressionen bis hin sogar zu Schizophrenie und Bipolarstörungen. Ich selber habe mich spezialisiert auf die Suchterkrankung und kann auch die Patienten dort behandeln. Das ist nicht bei vielen Psychotherapeuten der Fall. Die werden dort meistens nicht aufgenommen. Aber wir können das eben auch machen. Und die Psychotherapieambulanz zum Zwecke der Forschung und Lehre, und das ist das, was wir jetzt hier vor 2 Jahren gegründet haben, hat eben nicht nur den Versorgungsauftrag und beteiligt sich an der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, sondern es hat noch 2 wesentliche Aspekte. Es dient zum einen der Lehre, das heißt, wir können dort die Patienten, die Fälle, die wir behandeln, auch nutzen, um sie zur Veranschaulichung exemplarisch in die Lehre, zum Beispiel in die Vorlesungen und Seminare einzubeziehen, natürlich anonymisiert, aber man kann eben an diesen Beispielen doch vieles nochmal verdeutlichen, was so aus reinem Bücherwissen nicht möglich wäre. Und das Zweite ist, wir können auch Forschungsprojekte dort machen und uns an Forschungsnetzwerken beteiligen. Auch das natürlich streng anonymisiert. Aber es ist immer wieder eben möglich und dazu sind diese Hochschulambulanzen da. Die gibt es an fast allen Universitäten mit Psychologieinstituten in Deutschland. Die sind eben dafür da, eben auch durch Forschung die ganze Versorgung voranzubringen, indem wir zum Beispiel innovative Psychotherapiemethoden einsetzen und beforschen, indem wir Neues ausprobieren, was bislang noch nicht in den Leitlinien enthalten ist und noch nicht im Versorgungskatalog enthalten ist und die ganzen Interventionen auch auf ihre Wirksamkeit prüfen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und nur so können wir hier Fortschritte machen und die Versorgungslage und die Effektivität der Psychotherapiemethoden immer noch weiter verbessern. Die Räumlichkeiten der Hochschulambulanz, die befinden sich ja nicht auf dem Gelände der Universität, sondern auf der Zwickauer Straße. Mhm. Und dort haben Sie ja auch Ihr ganz eigenes Team, oder? Genau, das sind nochmal, wir haben insgesamt 3 Psychotherapeuten und 4 Psychotherapeutinnen, die derzeit bei uns arbeiten. Wir haben 6 Therapieräume, das wird nochmal aufgestockt jetzt demnächst im Herbst um 2 weitere. Wir können also im Quartal so 100 Patienten etwa derzeit behandeln. Ich selber mache fast alle Sprechstundentermine, das heißt, man kann bei uns innerhalb von 1 bis 2 Wochen einen Termin bekommen. Und ich kann jeweils in einer halben Stunde, mindestens einer halben Stunde, mich mit den Patienten hier auseinandersetzen und schauen, ob hier eine behandlungsbedürftige psychische Störung vorliegt. Dann würden wir sie auf die Warteliste nehmen und in Behandlung aufnehmen. Oder ob eher ein Beratungsanliegen vorliegt, dann kommen wir gleich nochmal drauf, wäre das ein Fall für die Beratungsstelle. Wir betreiben im Rahmen dieser psychotherapeutischen Hochschulambulanz auch eine Raucherambulanz, die ich vor einigen Jahren gegründet habe, die wir mittlerweile hier integriert haben. Das heißt, man kann hier eben auch mittels evidenzbasierter Entwöhnungsprogramme sich das Rauchen bei uns abgewöhnen. Ja, wie Sie auch schon erwähnt haben, Sie leiten auch die psychosoziale Beratungsstelle unserer Universität, die sich ja eher an die Studierenden und Angestellten richtet. Wo ist jetzt der genaue Unterschied zur Hochschulambulanz? Ja, die Beratungsstelle ist zuständig für nicht krankheitswertige Problemlagen. Das heißt, das sind dort Beratungsanliegen, zum Beispiel Probleme im Studium. Also wir haben viele Studierende, die kommen mit Prüfungsangst oder mit Lernproblemen, mit Prokrastination oder mit anderen Problemen, die mit dem Studium zusammenhängen. Es gibt allerdings auch allgemeine Lebensprobleme, familiäre Erziehungsprobleme, viel Partnerschaftsprobleme. Und es ist ganz wichtig, dass wir dafür auch Ihren Ansprechpartner bieten im Rahmen der Ambulanz. Der Unterschied ist, dass Sie zum einen nicht die Schwelle für eine wirklich psychische Störung überschreiten, sondern ein Beratungsanliegen haben. Und zum anderen Beratungsstelle finanziert aus Mitteln der Universität und nicht über die Kassen abgerechnet, wohingegen die Ambulanz wirklich das gesamte Spektrum der psychischen Störungen und das gesamte Altersspektrum zulasten der gesetzlichen und privaten Krankenkassen anbietet. Wir machen also alle Störungsformen dort, inklusive auch schwerwiegender Störungen wie sogar Schizophrenie und bipolare Störungen, aber auch Angststörungen und depressive Störungen dort in der Ambulanz und die werden mit den Kassen abgerechnet. Die Beratungsstelle ist eben für Störungsbilder Problemlagen zuständig, die eben noch nicht die diagnostischen Kriterien erfüllen einer psychischen Störung.
Es ist aber trotzdem wichtig, weil Lebenskrisen, die nicht eine psychische Störung darstellen, trotzdem gefährlich sein können. Wir haben im Laufe der letzten 15 Jahre, die ich hier jetzt an der Universität bin, leider immer mal wieder auch Suizide gehabt, vollendete Suizide an der TU Chemnitz. Und das hat mich damals bewogen, hier diese Beratungsstelle nochmal entsprechend auszubauen und hier auch wirklich ein zeitnahes Angebot zu geben, damit sowas nicht passiert. Und das wären keine psychischen Störungen gewesen, sondern es sind akute Probleme, Krisensituationen, in die Studierende geraten sind und die dann ihrem Leben ein Ende bereitet haben deswegen. Und durch diese Kooperation, dass wir sozusagen alles unter einem Dach haben, ergibt sich natürlich die einmalige Gelegenheit bei uns, dass wir zwischen der Beratungsstelle und der Ambulanz sehr gut kooperieren können und Personen, die eigentlich mit einem Beratungsanliegen kommen, dann in die Ambulanz rüberschicken können, wenn wir merken, es ist doch gravierender, und umgekehrt Personen, die eigentlich eher ein Beratungsanliegen haben und nicht eine Diagnose erfüllen, dass wir die dann rüberschicken können in die Beratung, sodass wir hier sehr gut miteinander zusammenarbeiten können. Wenn es jetzt Personen gibt, die bei sich selber merken, oh, mir geht's nicht so richtig gut, ich weiß nicht so richtig, ob ich krank bin, aber ich will jetzt auch nicht zu einem Psychotherapeuten gehen, ich bin doch kein Psycho in Anführungszeichen, was würden Sie denen begegnen? Ja, man kann wirklich nur empfehlen, und zwar sowohl aus klinischer Erfahrung als auch auf Grundlage von Forschungsbefunden, dass jemand, der länger als Wochen oder Monate unter psychischen Symptomen leidet, und das kann sein übermäßige Stressbelastung, Schlaflosigkeit, das Gefühl zum Beispiel, sich nicht mehr freuen zu können, Traurigkeit, Antriebshemmung, das wären so zum Beispiel Symptome der Depression, oder unter wiederkehrenden Angstattacken leidet oder unter möglicherweise auch Drogen- oder Suchtproblemen oder andere Symptome hat, die, sagen wir mal, wirklich auffällig sind, wo er auch selber merkt, das ist anders, als das bei anderen Menschen in der Umgebung erlebt. Wenn sowas mehr als ein paar Wochen anhält, dann sollte man möglichst frühzeitig professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, und sei es, dass es zumindest mal diagnostiziert wird. Und dann kann man immer noch weitersehen, ob eine Behandlung jetzt notwendig wird oder nicht. Aber wenn man das nicht tut, dann ist eben die Forschungslage so, dass sich die psychischen Störungen dann im Laufe der Zeit eher verschlimmern, immer mehr Konsequenzen haben und immer schwieriger zu behandeln sind. Das heißt, die klare Empfehlung, um auf Ihre Frage nochmal exakt zu antworten, wäre, möglichst frühzeitig dann zu kommen, das gemeinsam anzuschauen und dann eine Entscheidung zu treffen, ob hier ein Behandlungsbedarf vorliegt oder vielleicht auch ein Beratungsbedarf. Aber je länger man das verschleppt, umso schwieriger kann die Geschichte am Ende werden. Ja, Professor Mühlich, ich danke Ihnen für die ganzen Informationen und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Ich danke für die Einladung. Danke. Ja, in unserer kommenden Ausgabe freuen wir uns wieder auf unseren Rektor Professor Dr. Gerd Strohmeier, der uns natürlich Einblicke in die Rektoratsarbeit der vergangenen Monate dieses ungewöhnlichen Jahres geben wird. Natürlich stellen wir ihm auch die Frage, wie das restliche Jahr unter Corona-Bedingungen weiter verlaufen soll. Feedback zur Sendung sowie Themen- und Gästevorschläge können Sie uns wie immer an die eingeblendete E-Mail-Adresse schicken. Bis zum nächsten Mal.